Ja, wird zu Pudox, okay. Ich nehme das mal so hin. Ja, danke für diese Information. Ich habe keine Ahnung, was ein Pudox ist, aber gut zu wissen, dass es sowas gibt. Okay. Was? Sandsturm greift auch meine Pokémon an, wenn es... Ih, das ist ja gemein. Dann kriegen meine ja auch Schaden. Und Pudox sieht nicht süß aus. Ach. Wie viele Spiele hast du für die Switch? Ganz grob. Gute Frage. ¿30, 40? Das sind schon einige. Ja, 500 sind es nicht. Aber es sind einige. Warum fragst du? Also mittlerweile hat sich ein bisschen was angesammelt, gebe ich ehrlich gesagt zu. Einige habe ich mehr gespielt als andere und einige habe ich auch gekauft und bin nie dazu gekommen, sie zu spielen. Gebe ich auch zu. Leider. Wir haben ein Panekon gefangen. Okay. Level 13. Funkensprung. Mipo will Funkensprung erlernen. So, gucken wir doch mal, was hat denn der überhaupt? Funkensprung. Ah, das ist Elektro. Quasi unsichtbar wird. Okay. Ja, dann nehmen wir Heuler raus. Den brauchen wir nicht. Muss nur kurz lesen, was Heuler ist. Das ist ein Buff. Ach, nur so rein Interesse halber. Aber 30 bis 40 sind schon ganz nice, würde ich meinen. Ja, also ich habe mir für die Switch das gekauft, was mich interessiert hat. Manchmal waren auch Sachen bei, wo ich sagte, okay, könnte mich interessieren. Das waren dann so Sales, sagen wir mal so 1 Euro, 2 Euro Sales. Da gibt es ganz interessante Programme manchmal, so im Wimmelbildbereich, sagen wir es mal so. Für Panekon wurde ein Eintrag im Pokédex hinterlegt. Geschützt durch seinen stabilen Kokon übersteht es die Angriffe seiner Gegner. Es vergisst niemals deren Aussehen. Aha, interessant. Wollen wir dem Ding einen Spitznamen geben? Also, mir ist es wurscht. Ich pack's in die PC-Truhe. Gebe ich ehrlich gesagt zu. Ja, aber es hat sich... Ei. Entschuldigt, das kommt so spontan. Hast du auch Sachen wie New Super Mario Bros., also richtige Nintendo-Klassiker? Die richtigen Nintendo-Klassiker, die über... wie heißt denn das Ding da? Diesen Super NES-Emulator oder wie die heißen? Jein, also ich kann darauf zugreifen, weil der ist in dem Abo-System ja drin. Wenn du die Online-Mitgliedschaft bei Nintendo abschließt, kriegst du diesen Emulator, den kannst du runterladen. Also ja, Reißball. Ah, Reißball, das ist gut. Aber ich habe das so nicht wirklich gespielt. Was ich habe, ist sowas wie Smash Brothers und die Mario Party Spiele für die Switch als Beispiel. Also auch Mario Odyssey habe ich. Ja, also so die richtigen Nintendo Spiele im Prinzip, die habe ich schon für die Konsole. Nicht alle, aber einige. Sagen wir es mal so. So, aber das war kein Hase. Na, da ist er doch. Häschen. Häschen hüpf. So. Wir wissen, wir müssen den einen schon mal rausnehmen. Das wird leicht. Also deswegen, das kriege ich hin. Wurde besiegt. Super, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass der andere nicht rausfällt. Irgendwelche Ideen, wie man den nicht zu sehr beschädigt? Vielleicht kann ich ihn auch sofort fangen. Ich probiere es einfach mal. Ich schmeiß mal gleich den Pokéball. Vielleicht funktioniert es ja. So. Genau, diesmal ganz genau schauen vor dem Angriff. Ist ja nicht schlimm, ne? Beim letzten Mal haben wir ja den richtigen gekriegt. Wir gucken nur mal. Ja, stimmt. Steht sehr effektiv. Ich habe nur effektive Angriffe. Die sind alle effektiv. Verdammt. Ja, na gut, dann kommt mal Otto rein. Da stand nämlich bei 2 gar nichts.
Welches ist mein absolutes Lieblingsspiel, das ich auf die Insel mitnehmen würde? Da gibt es nur eine einzige Antwort. Ich versuche es mal gleich zu erfangen. Vielleicht habe ich Glück. Eine einzige Antwort, das ist aber nicht auf der Switch. Ja, das gibt es für die Konsolen, für also Xbox, PlayStation und auch für den PC. Und das ist Mass Effect. Ja, und zwar die Trilogie. Und wenn du die Trilogie auseinander nimmst und sagst, nein, 3 zählen nicht, dann wäre es Mass Effect 2. So, Erfahrungspunkte erhalten. Wir haben den Hasen. Name. Ein Haspirohr wurde gefangen. Wittert es Gefahr, wird es wachsam und stellt beide Ohren auf. In kalten Nächten vergräbt es zum Schlafen das Gesicht in seinem Fell. Roger. Hasi. Winky. Bitte einen eleganteren Namen. Aber Roger Rabbit war auch nicht schlecht. Aber ich sag mal so, Winky? Wird noch ein wunderschöner Hase bei der Entwicklung. Echt? Cool. Okay. Da müssen wir uns ja was einfallen lassen. Aber Winky finde ich eigentlich nett. Lasst uns Winky nehmen. Das ist so niedlich spitznamenmäßig irgendwie. Komm. So. Dann müssten wir ihn ja mitnehmen. Was? Das habe ich nicht geguckt. Was war der für Fähigkeiten? Was ist denn der? Feuer wird er nicht sein. Er brennt nicht. Deswegen, was ist er? Er ist normal. Also ist nix. Okay, danke. Normal. Nimm Bediza raus. Was war der Bediza? Das hier, ne? Den Hamster meinst du, ne? Das war... Ich glaube, das war der. Ja, okay. Dann machen wir es. Dann nehmen wir jetzt einen Hasen rein. Ein Pfeifel der Mauswanderer kommt weg. Leider, tut mir leid. Otto für Wasser. Genau, wir haben Otto für Wasser. Deswegen, alles wird gut. So, den da hatten wir geredet. Ich habe übrigens, ich habe Gegengift, aber wir teilen ja nicht. Gut, links, rechts, rechts, links. Wie wollen wir es? Der Stein ist von Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Kuschelig. Kuschelig und schön. Okay. Wir brauchen Winky. Knospi und Knospi erscheinen. Ah. Immer diese zwei Doppeldinger hier. Ist eigentlich vollkommen egal. Wir brauchen sie nicht. Der Stein ist für Evoli, aha. Einmal besiegt. So. Wofür haben wir eigentlich den Kollegen hier? Macht der überhaupt noch was? Also, bis auf ganz wenig Schaden. Wisst ihr, was mir in dem Teil fehlt? Dieses Großwerden in dem Schwertteil. Schwert und Schild haben doch die Möglichkeit, in den Arenen dann die Pokémon groß werden zu lassen. Irgendwie fehlt mir das hier. Ja, deine Pokémon halt. Ja gut, aber das macht er ja auch nicht, weil die sind ja nicht angegriffen. Also, ja. Gut, aber er macht was. Okay. Dynamizieren. Ach Gott, das kann man ja kaum aussprechen. Aber trotzdem. Ja, das fehlt mir. Es fehlt mir. Oh oh. Wir gehen bloß ein bisschen spazieren. Du fragst dich sicher, was cool ist, oder? Nein? Tja, ich sag's dir trotzdem. Käfer-Pokémon! Ja, die gibt's hier nicht. Das habe ich mir gedacht. Das haben sie ja erst für Schwert und Schild eingeführt. Und das hier ist ja praktisch vorher programmiert worden. Deswegen schade, dass es das nicht gibt. Und wenn ich es richtig verstehe, gibt's das auch im nächsten Teil nicht. Ne? Also, der jetzt Ende Januar rauskommt. Da werden sie das auch nicht drin haben. Denke ich mal.
Leider. Weil das hatte was. Es war ja nicht immer möglich, es war ja nur in bestimmten Situationen möglich. Aber das war eigentlich ganz nett. Muss ich sagen. Ja, sowas wird nur einmal gemacht und dann leider verworfen. Das leider habe ich jetzt mal dazu gepackt. Das ist immer bei Pokémon so, okay. Also praktisch ein Versuch und dann nie wieder. Okay. Ist aber schade. Gut. Was ist denn das? Ein Schmetterling. Ist das eine der Entwicklungsstufen, die du vorhin gesagt hattest? Nur mal gefragt. Wir hatten ja auch schon besondere Steine und noch irgendetwas. Aha. Ah ja, okay. Das ist also eine der Entwicklungsstufen. Okay. So, Flammenrad. Hier. Gegen den. Ah, der kommt aus dem anderen Kokon. Okay. Na, das hat ja was. So, langsam aber sicher könnte unser Kollege mal heilen. Also wäre ich dafür. So, der ist verwirrt. Verwirrt ist immer gut. Ein Windstoß. Ui. Da oben sind noch einige Pokémon in der Tasche. Wir heilen mal. Einfach. Achso, ja klar. Feuer auf den Schmetterling, der wird brennen, ne? Ja. Das macht sogar Sinn. Ja. Es macht Sinn. Ah, ich hätte ihn ganz heilen sollen, verdammt. Na gut, was soll's. Er greift eventuell nicht an. Käfer ist anfällig für Feuer. Wie gesagt, es macht Sinn. Schmetterlinge, ich sag mal so, die sind ja so filigran, dass die dann brennen. Das macht echt Sinn. Ich probier's. Ich hoffe, er greift an. Nicht, dass er jetzt nicht weiß, was er tut. So, der greift sich schon mal selbst an. Das ist super. Ja, okay. Das hat funktioniert. So. Gewöhnungsbedürftig ist, dass die ganzen Tiere beim Levelaufstieg nicht von alleine heilen. Wie in den meisten Spielen. Bei Pokémon nie, aber sag mal, in anderen Spielen hat man es da ja. Level up und man ist voll geheilt. So, was? Was wollen wir laden? Wir wollen Anwender ermöglichen, dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als erstes zum Zuge kommt. Und die brauchen wir nicht. Das. Moment. Doch, das machen wir mal, weil der ein Igler ist nämlich noch größerer Blödsinn. Es ist beides Blödsinn. Also, glaube ich. Brauchen wir nicht. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. So, einer ist besiegt. Endlich hat mal der Kollege was Gutes gemacht. Den wir hier haben. So. Und Kowalski ist aufgestiegen. Oh, Switch-Spiel ist schwierig. Schwierig, schwierig. Eigentlich momentan von der Spieldauer Monster Hunter Rise. Ja, also als Switch-Spiel ist es das, glaube ich. Da komme ich nämlich auch immer wieder gerne rein und auch zurück und so weiter. Also deswegen, das spiele ich wirklich gerne, das Spiel. Und das gibt es ja mittlerweile auch auf dem PC. Also es ist ja, glaube ich, seit 2 Tagen für den PC rausgekommen. So. Ah, wir können nicht angreifen. Ja, das ist der Kokon. Genau. Okay. Wir probieren es nochmal.
Okay, wenn du den Wild fangen kannst, bekommst du auch den Schmetterling. Aha, okay. Gut. Falls ich ihn treffen sollte, wir fangen ihn irgendwie. Aber dann müssen wir ihn auch mitnehmen, damit er sich entwickelt. Was ich nicht weiß, ob ich es mache. Das ist ja jetzt das nächste Ding. Oh nein! Es regt mich so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Käfer-Pokémon total cool sind. Die hätten gewinnen müssen. 900 noch irgendwas an Geldeinheiten. Cool. Ah. So, also das war voll cool. Und wir haben einen Paraheiler gefunden. Den packen wir noch in die Medizintasche. Was haben wir hier? Ja, nichts, was wir brauchen können. Schade. Eigentlich finde ich es schade, dass sie vom Comic-Stil her, also dass sie die echte Welt nicht auch mit diesen Figuren bereisen lassen, weil die sehen ganz gut aus, was sie da gemacht haben. Also mich stört jetzt auch die Verniedlichung nicht. Also die kleineren Figuren über die Landkarte stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde die auch niedlich. Aber so ein Pokémon mit der Art von Grafik die ganze Zeit, das hätte doch was. Weil normalerweise sind die Charaktere ein bisschen jünger, die man spielt, glaube ich. Da haben wir das Grundproblem, wo man per Zufall einen der beiden Kokons bekommt. Okay, ja, aus Zufall halt. Das ist ja wirklich das Grundproblem. Das fand ich bei Schwert und Schild wirklich besser gelöst, dass du schon auf der Karte siehst, welches Pokémon ist da hinten und dann kannst du auf das raufgehen und dann kannst du einfach das angreifen. Und ein Zyklopen-Wurmi ist auch am Start. Yep. So, Winky erreicht Level. Was war das? 13. So. Oh nein. Ist das... Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie, ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. So, was? Die Meister der Ringe sind angekommen. Psychotrainer, nein! Ich habe diesen Marvel-Film da mit den 10 Ringen gesehen. Die haben die 10 Ringe geklaut. Ja, 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 da ist doch was. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war der vorletzte irgendwie im Kino. Ich habe ihn auf Disney Plus gesehen. Also deswegen... Den Film hast du noch nicht gesehen. Muss man auch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwann nur mal die Marvel-Reihe durchgehauen, weil ich mir sagte... Du musst doch mal mitreden können und bei dem, das war der letzte, den ich bisher gesehen habe. Also deswegen alle einmal bei Disney Plus hintereinander weg. Ja, ganz nett. Sagen wir es mal so, es gibt bessere und schlechtere Filme in der Reihe. So, was haben wir denn jetzt hier? Abracadabra. Ich meine Abraham. Ja, muss ja auch niemand haben, das Disney Plus. Psycho-Trainer sind Psycho-Pokémon-Trainer, die nutzen nur Psycho-Pokémon. Das macht irgendwie Sinn, oder? Und diese Zwillinge wollen es wissen, aber sowas von. So, das sind also Psycho-Pokémons. Die halten ja nichts aus. Und wo haben die ihre Schuhe gelassen? Stehen mitten im Wald ohne Schuhe. Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Sag ich nur mal. Kann ja sein, dass sie keine brauchen, aber trotzdem. Naja. Es kann sehr unangenehm sein. Ja, 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 deswegen. Also, fällt mir nur gerade auf. Achso, sehr angenehm. Entschuldigung, nicht unangenehm, sondern sehr angenehm. Ja, doch, stimmt auch. Es gibt ja auch die Variante, ne? Erlebe den Boden und geh durch den Wald. Ja, das gibt's auch, ja. Aber trotzdem, wenn ich jetzt nur durch den Wald spazieren würde, das ist ja ein sehr langer Wald, bin ich mir nicht sicher, ob ich das komplett ohne Schuhe machen möchte. So ein Stück vielleicht. Abra ist sehr schwer zu fangen. Bisher habe ich den noch nicht gefunden in der echten Welt. Also bisher ist er nur als Gegner aufgetaucht. Entgegen allen Erwartungen bin ich es, die die Niederlage davonträgt. Die haben aber Geld gehabt. 1560 Geldeinheiten. Endlich sind wir wieder ein bisschen reicher. Genau. Ja, Waldbohnen und so ein Quatsch.
Naja, ob das wirklich Quatsch ist, weiß ich nicht. Es kann helfen, muss aber nicht. Okay. Ich hätte nicht durchs hohe Gras gehen dürfen. Da ist... Jetzt kriegen wir natürlich einen Hasen. Aber ich sag mal so, ein bisschen... Ja, Naturverbundenheit schadet nicht. Kommt immer drauf an, wann und wie und wo, aber ein bisschen Naturverbundenheit schadet, glaube ich, nicht, wenn man die hat. Und das ist auch für die Psyche ganz gut, je nachdem, wo man wohnt. Es gibt wirklich Waldbaden. Kommt aus dem esoterischen Dings. Ah, witzig. Das A wird zum O. Naja, Brille verzieht ein bisschen. Gut, ich schieb's auf die Brille. Das ist nicht ganz scharf. Okay. Aber danke, dass du das A nochmal groß geschrieben hast. Deswegen Waldbaden. Ja, stimmt. Das gibt's im esoterischen Bereich, ja. Und nicht alles davon ist Blödsinn. Also es ist wirklich teilweise entspannend. Aber man muss drauf stehen, ne? Also es muss auch so sein, dass man das machen möchte. Weil wenn du das widerwillig machst, bringt's gar nichts. Das ist ganz klar. So, also zurück. Der Hase. Der Hase. Aber es war nicht unser. Gott sei Dank. Es war ja nicht Winky. So. Ich wollte ja hier ihn nochmal anquatschen. Ha, ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Das zeige ich dir jetzt. So, also. Der Käfersammler. Soja oder so ähnlich. Woran hängt dieses Viech? Aber wieso nennt man das nicht einfach spazieren? Ist doch genau dasselbe. Nein und ja. Du sollst bei sowas trainiert werden, gerade nicht, ich sag jetzt mal, dich mit dich selbst zu beschäftigen, sondern dich mit der Umgebung zu beschäftigen. Also du sollst darauf dann, darauf achten, die Geräusche um dich zu hören und Rauschen des Windes wahrzunehmen und so weiter und deine eigenen Gedanken zur Seite zu schieben. Was du beim Spazierengehen nicht unbedingt machst, da läufst du nicht langsam durch die Gegend, um die Gegend wahrzunehmen, sondern einfach nur, um an einen anderen Punkt zu kommen. Oder anders formuliert, das nennt man auch aktives Spazierengehen. Das gibt's auch. Dann sollst du dich mit der Umgebung mehr beschäftigen und nicht mit deinem eigenen Ich. Ist wirklich ein bisschen psychologisch, was dahinter steht.